Das habe ich aber dann halt alles verpasst, weil ich sozusagen viel zu sehr darauf fokussiert war, nach unten ins Wohnzimmer zu rennen und meine Geschenke auszupacken. Und alle haben später noch von diesem Moment erzählt: Habt ihr das gesehen, wie der Weihnachtsmann verschwunden ist? Und ich so: Nein! Ho, 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 Weihnachten neu erleben. Der Podcast mit Andi. Heute wieder mit einem Gast, nämlich mit dem Hannes. Hannes, erzähl einfach mal ein paar Takte von dir. Woher kommst du? Wie alt bist du? Ja, also wie gesagt, ich bin Hannes. Ich komme aus der Nähe von Hannover, aus einem ganz kleinen Ort namens Haste. Bin 20 Jahre alt. Ich sag mal so, was liebst du an Weihnachten und was magst du überhaupt nicht an Weihnachten? Gibt's da was? Was ich an Weihnachten liebe, ist, glaube ich, vor allem die Gemeinschaft. Die finde ich immer sehr, sehr schön, wenn man sich mit seiner Familie trifft und auch mit seinen Freunden. Ja, Gottesdienste selbstverständlich auch. Immer der Weihnachtsgottesdienst ist sehr schön bei uns gestaltet worden in der Gemeinde. Was ich so überhaupt nicht mag, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist immer diese aufgeregte Phase zwischen dem Gottesdienst und dem Essen bei uns zu Hause. Also da sind wir immer sehr, ist alle sehr unentspannt so, und dann bis zur Bescherung dann noch und so. Das ist immer ein Riesenchaos bei uns zu Hause erst, aber dann setzt die Besinnlichkeit irgendwann ein. Bist du eher so ein ruhiger Typ oder bist du eher so ein Hansdampf in allen Gassen? Ich bin definitiv Letzteres. Also ich bin sehr, sehr ja, aufgeregt auch immer noch, wie so ein kleines Kind manchmal, weil man ja auch selber irgendwie Geschenke hat, die man dann auch irgendwie also präsentieren möchte und so, und das ist die ganze Zeit. Ja, also ich glaube, ich bin definitiv Letzteres, nicht so ein ruhiger Typ. Bist du so ein Gutscheinverschenker oder machst du dir schon wirklich Gedanken, wem du was schenkst? Eine Mutti kriegt halt immer Gutscheine zum Zimmer aufräumen und so, aber naja. Ach, dass du das Zimmer aufräumst? Genau. Nein, natürlich nicht. Inzwischen bin ich immer ganz guter Dinge dabei, mir Geschenke zu suchen, die besser sind als Gutscheine. Aber vor allem mache ich das immer so, ich klinke mich immer an meine Schwester ran, die dann immer was schenkt und ich gebe einfach Geld dazu. Das ist am einfachsten. Also deine Schwester ist die Kreative, die weiß, was so Papa und Mama gebrauchen können und genau. Du sagst, super, sag, wie viel es kostet. Ja, genau. Also ich bin dann immer so die Geldquelle praktisch. Eine geile Taktik. Ja, kann ich nur empfehlen. Geschenke spielen bei dir auch selbst eine Rolle? Lässt dich gern beschenken? Ich lasse mich sehr gerne beschenken, ja. Und jetzt hast du so im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass deine Eltern auch mega kreativ waren, vielleicht auch noch sind, was so das ganze Thema Beschenken an Weihnachten angeht. Erzähl mal so deine Geschichte von dieser ganz besonderen Geschenkaktion. Genau, da gab es diese eine Begebenheit, die fand ich ziemlich spannend. Die ist schon sehr lange her. Ich glaube, es war im Jahr 2009. Und meine Eltern dachten sich oder haben sich wahrscheinlich mit der gesamten Familie was ausgedacht, und zwar wollten die so eine kleine Show für mich und meine kleine Schwester aufführen. Also ähnlich wie Weihnachten neu erleben in der Größenordnung. Genau, also es war einfach, die haben sich so richtig Gedanken gemacht, so wie können wir den Kindern auf jeden Fall verklickern, dass es den Weihnachtsmann gibt und dass der gerade da ist. Und dann haben sie mich immer schubweise, sage ich jetzt mal, immer in mein Zimmer geschickt. Das war immer das ist praktisch oben unterm Dach. Von dort aus habe ich ein relativ großes Fenster, was direkt auf den Balkon führt. Und da sollte ich dann immer schauen, ob da eventuell schon ein Schlitten steht und ob da wohl schon der Weihnachtsmann war und so. Und irgendwann sind wir als gesamte Familie mal in mein Zimmer gelaufen, weil ein Licht angegangen ist auf dem Balkon, das vorher nicht an war. Und ich war halt, ne, ich hab's schon erzählt, ich war sehr aufgeregt, auch als Kind, und war halt so, der Weihnachtsmann ist jetzt da, wir können runter. So, und meine Eltern so, nee, wir gehen jetzt erstmal in dein Zimmer und gucken uns das von oben an. Und dann bin ich sozusagen von meinen Eltern nach oben gelotst worden mit meiner Schwester, und wir haben uns als gesamte Familie vor diesem Fenster versammelt. Das ist super, ne, wenn man auf Geschenke wartet. Genau, muss. also das, ich kenne das, super. Wir haben das früher bei uns gehabt, bei meiner Oma war das so. Wir saßen dann immer in dem Nebenraum, also in ihrer Küche, und haben hier Klassiker, ne? Salat, Kartoffelsalat und Würstchen gegessen. Ja. Und du wusstest als Kind im Nebenraum,
das sind diese riesen Geschenkberge, ne? Und ich habe immer versucht, das Schlüsselloch zu gucken und so, und ich konnte es auch nie aushalten. Und ich glaube, wenn und die Strafe, die absolute Strafe für mich damals war, dass wir dann immer noch Weihnachtslieder gesungen haben und das schon in dem Zimmer, wo die ganzen Geschenke standen, eine Weihnachtsgeschichte gelesen und Weihnachtslieder gesungen. Ich bin da als Kind schier eskaliert. Ja, ja, also das habe ich jetzt aber auch tatsächlich noch durch meine kleine Cousine, die jetzt ja gerade erst 5 geworden ist. Und die ist jetzt auch immer schon so richtig kribbelig und die machen wir immer noch verrückt, indem wir zum Beispiel, wir haben zum Beispiel oben über unserem eigentlichen Partyraum, sage ich jetzt mal, haben wir das Wohnzimmer, wo die Geschenke drin liegen, und dann geht immer mal einer hoch und stampft mal ordentlich, sodass sie praktisch noch aufgekratzter wird. Ist eigentlich dumm, aber wir machen es trotzdem, weil es witzig ist. Ihr seid ja richtig nett. Genau. Aber um zurück auf die Geschichte zu kommen, ja, auf jeden Fall, wir haben uns dann eben vor diesem Fenster versammelt. Und das war dann so, meine Eltern hatten sich da richtig was überlegt. Die haben nämlich ein Familienmitglied auserkoren, das praktisch nicht mit nach oben kommt. Aber so, also praktisch so nicht mitkommt, dass die Kinder das gar nicht merken. Und wir haben uns alle vor diesem Fenster versammelt. Und währenddessen ist wohl, ich weiß nicht mehr, ob Onkel, Tante, ich weiß es nicht mehr, irgendeiner ist da nach unten geflitzt, in den praktisch auf den Balkon, hat sich vor so einen Flutstrahler gestellt und hat einen Schatten geworfen, der aussah wie der Weihnachtsmann. Und dann haben wir Kinder sind natürlich sofort eskaliert und haben gesagt, der Weihnachtsmann! Geil. Und waren halt richtig aufgekratzt. Und genau, dann sind wir, also meine Schwester und ich, sind immer schon, die wollten schon die ganze Zeit losrennen oder so und wollten schon raus. Und meine Mutter hat uns immer an den Arm gepackt, ihr bleibt hier, guckt euch das erst an. So, und wir sitzen da die ganze Zeit, also beziehungsweise wir stehen da die ganze Zeit und sehen nur, wie der Weihnachtsmann da wohl rumfuhrwerkt. Und dann irgendwann ist es mir gelungen, in einem unachtsamen Moment meiner Mutter einmal mich praktisch zu verdünnisieren. Also ich habe es nur bis zur Tür geschafft, weil dann hat sich mein Vater dazwischen geworfen, kann man sagen. Genau, aber auf jeden Fall haben sie praktisch eigentlich ein großes Finale geplant, in dem sozusagen die Person, die unten war auf dem Balkon, noch so eine Silvesterrakete anzündet und die in den Himmel jagt. Einmal so nach dem Motto, der Schlitten ist abgehoben und hat so eine Fontäne. Der Schweif quasi. Der Schweif vom Schlitten war das praktisch, und der ist in der Luft sozusagen verschwunden und so. Und das hatten sie sich eigentlich überlegt. Das habe ich aber dann halt alles verpasst, weil ich sozusagen viel zu sehr darauf fokussiert war, nach unten ins Wohnzimmer zu rennen und meine Geschenke auszupacken. Und alle haben später noch von diesem Moment erzählt, habt ihr das gesehen, wie der Weihnachtsmann verschwunden ist? Und ich so, nein! Das war ein bisschen... Ja, aber ja, selbstgemachte Leiden, oder? Im Nachhinein habe ich es sehr bereut, dass ich weggerannt bin, aber... Ja, ich hatte coole Geschenke an dem Abend, weiß ich noch. Hat sich gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ist scheinbar auch so, wenn wir hier so reden und ich die angucke dabei, also ist wirklich in bleibender Erinnerung geblieben, oder? Schon, also weil wir halt aber auch bei uns in der Familie halt so uns irgendwie so ein bisschen auch, jeder irgendwie hat so einen leicht showmäßigen Effekt, so wir alle sind so ein bisschen so kleine Showhasen und wollen immer so was ganz Großes da irgendwie aufziehen so, und wir kriegen das auch selten hin, dass mal so ein Weihnachten wirklich ruhig und normal abläuft. Also ich weiß nicht, wie bei anderen Leuten Weihnachten normal aussieht. Bei uns ist das immer so, wir sitzen unten, essen schön und danach werden hier von den Kindern Geschenke ausgepackt, die Erwachsenen sitzen unten und man unterhält sich, und es wird einfach viel zu viel irgendwie, fühlt sich auch mehr an wie eine Feier als wie so eine besinnliche Weihnachtsfete, würde ich jetzt mal sagen. Aber gut, aber Weihnachten ist ja irgendwie auch Kindergeburtstag. Genau. Also, oder wir feiern ja Geburtstag, also ich finde es ganz schlimm, wenn gefeiert wird. Genau, also wir haben uns das auch so schön geredet, sage ich jetzt mal. Jetzt hast du ja quasi diesen Show-Moment, so das, ich sag mal, das Finale des Ganzen, ja, verpasst. Anders, Gott hat ja in dieser Weihnachtsgeschichte, die wir da in Lukas lesen, eigentlich auch ganz schöne Show aufgefahren, ne? Also Lichttechnik vom Feinsten. Auf jeden Fall. Stern über Bethlehem. Dann der Engelschor, der quasi auftaucht und es helle, wirklich mitten in der dunklen Nacht wird es hell. Und ein Chor hingemacht, eine richtig gute Performance hingelegt. Was wäre passiert, wenn die Hirten einfach stehen geblieben wären?
Und er hat gesagt, ja, geile Show, vielen Dank. Und nicht so wie du, oh, ich will jetzt runter, ich will jetzt die Geschenke. Im Endeffekt hast du aber auch das für deine Eltern vielleicht in dem Moment das Wesentliche, so das Finale des Ganzen verpasst. Was wäre gewesen, wenn die nicht zur Krippe gegangen wären? Und irgendwie ist es so, ja, habe ich gedacht so, boah, ist es an Weihnachten vielleicht manchmal so, was würdest du sagen, dass wir fokussiert sind auf irgendwelche Dinge, aber das Wesentliche dabei verpassen? Ich glaube schon. Ich glaube, wir Menschen sind manchmal nur so ein bisschen darauf programmiert, dass wir irgendwie immer noch auf so diesen großen Moment warten. Also ich weiß jetzt nicht in welcher Situation genau, aber ich kann mir das irgendwie immer so. Ich finde so zu Weihnachten, da warten wir immer irgendwie noch so auf die nächste, auf das nächste große Ding, was schon ansteht. Und ich finde, wir fokussieren uns auch viel zu selten darauf, dass praktisch schon so viel Cooles passiert ist, also allein schon, dass Jesus geboren wurde und so, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Hirten wären nicht losgerannt und hätten sich das angeschaut sofort, was dort in dem Stall passiert ist. Ich glaube, dann wäre die Geburt von Jesus noch unscheinbarer gewesen. Also irgendwie so dieses, dass er in dem Stall auf die Welt kommt, das ist ja schon eben so, so erwartet man ja keinen König oder so. Und wenn dann auch noch sozusagen die später das verbreitet haben, dass Jesus geboren wurde, gar nicht erst aufkreuzen, das wäre ja sozusagen schon ziemlich, ja, ziemlich, finde ich, weiß ich nicht, also ziemlich, ziemlich traurig auch irgendwo, weil man dann was verpasst. Ja, ich glaube, sie selber hätten, glaube ich, auch irgendwie was verpasst, ne? Also ja. Die Wertschätzung, die Ersten zu sein, ist ja auch schon so eine Kiste, ne? Also für die damals gewesen. Jetzt hast du eben gesagt, ja, als Family oder du bist auch so ein Typ, der eher so Hansdampf in allen Gassen und so gern Show und so. Wie schaffst du das, den Blick denn auf das Wesentliche zu kriegen und nicht schon zu früh loszulaufen oder halt den Blick auf anderes quasi jetzt auch in dieser Weihnachtszeit, aber vielleicht generell in deinem Leben zu kriegen? Ich glaube, das gelingt mir sogar leider immer noch viel zu selten. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin eben etwas aufgeregterer Typ, glaube ich, und versuche halt möglichst viel, ja, auch ein bisschen mitzunehmen und ich glaube, ich fokussiere mich sehr selten dann darauf, dass es auch diesen Moment gibt, wo man einmal irgendwie sich klar machen muss, dass wo man sich halt eben mal versucht, auf das Wesentliche zu konzentrieren und so. Also wenn ich an meine Schulzeit denke zum Beispiel, da hieß es auch immer in meinem Zeugnis stand dann immer so, na, manchmal ist er noch ein bisschen, ist er mal ein bisschen neben der Spur oder so, oder beziehungsweise fokussiert sich nicht so ganz auf die Aufgabe. Abitur habe ich jetzt bestanden, also alles gut, aber auf jeden Fall ist das so. Ich glaube, man muss sich noch ein bisschen mehr darauf fokussieren. Und wenn ich das mal schaffe, dann schaffe ich das, glaube ich, am meisten so, wenn ich mich zurückziehe mal, ein bisschen coole Musik auf Ohren, einfach mal ein bisschen entspannen und ja, einfach wirklich aktiv mal den Moment einfach so wahrnehmen, wie er ist. Und das gelingt mir zwar nicht häufig, aber es gelingt mir, wenn es mir gelingt, dann ist es ein sehr schönes Erlebnis eigentlich. So, zum Schluss mal vielleicht so die Frage, Weihnachten, was ist für dich der Fokus? Also was würdest du sagen, vielleicht kriegst du es mit einem kurzen Satz hin, was ist für dich der Fokus an Weihnachten? Ich finde, der Fokus an Weihnachten ist einfach, glaube ich, Jesus Geburt und auch die Geschenke, dass wir beschenkt wurden dadurch vielleicht. Und wenn du sagst, das ist dein Fokus, so, eine Sache, was würde ich mir dieses Jahr vornehmen, um diesen einen Fokus ganz neu zu erleben? Kriegst du es konkret hin? Mit einem Ding? Mit einem Ding? Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn man wenn man jetzt in dem Gottesdienst, den wir meistens machen, also wir haben dieses Jahr wahrscheinlich wieder so eine Art Weihnachtstour, dass wir in verschiedenen Orten mit so Weihnachtstrucks tatsächlich unterwegs sind. Das hatten wir letztes Jahr schon. Und da fand ich sehr cool, dass man eben gesehen hat, wie viele Menschen auch in so einem Ort sozusagen einmal zusammenkommen, sich vor so einem Truck versammeln und danach wieder sozusagen so sich auflösen. Ich glaube, wenn man sich mal richtig auf das, ja, ich würd mich, glaube ich, so ein bisschen auf die Musik einfach an dem Abend konzentrieren, bei dem Gottesdienst, und auch so auf die Geschichte nochmal, und würde nochmal versuchen, die Geschichte nochmal so wirklich neu zu erleben. Ich glaube, viel zu oft denkt man sich so, boah, die Weihnachtsgeschichte kenne ich schon. Aber wenn man sich vielleicht nochmal richtig öffnet und nochmal richtig versucht, sich in die Person reinzudenken und so, ich glaube, dann kann das nochmal krass gut fokussieren.
Cool, vielen Dank, Hannes, und ich wünsche dir ein fokussiertes Weihnachtsfest. Danke, danke. Natürlich auch mit ganz viel Feiern und Show und ein bisschen Chaos, glaube ich, gehört dazu, ja, bei Chaos, euch. Ja, Chaos wahrscheinlich. Und dann wünsche ich dir wirklich, dass du diesen Fokus nochmal ganz neu erlebst an Weihnachten. Ja, hoffe ich auch.